Vergangenen Dezember erkrankte Frank Schneider an Covid-19. Erst dachte er an einen grippalen Infekt. Doch dann ging es ihm sehr schnell, sehr schlecht. Da hat der Körper so abgebaut, dass sie mich 4 Tage ins Koma legen mussten. Und wie sie mich dann aus dem Koma holten, wollte ich mir mein Brot, die Butter selbst aufs Brot machen. Da hatte ich noch nicht mal das Messer gepackt zu heben. Über 2 Wochen lag Frank Schneider auf der Intensivstation. Heute gilt er, was Covid-19 angeht, als genesen. Doch gesund ist er nicht. Kurzatmigkeit, Muskelschwäche. Er leidet am Post-Covid-Syndrom. Was ist das Post-Covid-Syndrom? Das Syndrom ist neu und die Beschwerden werden gerade erst erfasst. Auch hier in dieser Klinik mit Schwerpunkt Lungenheilkunde. Wolfgang Neumeister ist Lungenfacharzt in Bad Ems. Patienten wie Frank Schneider werden hier in einem eigens geschaffenen Reha-Bereich betreut. Sie leiden an körperlichen Gebrechen wie auch an seelischen Gebrechen. Die ersten Publikationen darüber, die wurden so im Herbst, Spätherbst 2020 veröffentlicht. Davor kannte man das eigentlich nicht. Man wusste aber, dass von der SARS-1-Epidemie aus dem Jahr 2002 auch solche Störungen nach der Akuterkrankungsphase zurückgeblieben sind. Wie viele Menschen weltweit tatsächlich vom Post-Covid-Syndrom betroffen sind, ist noch unklar. Aus dem englischen Gesundheitswesen, da kommen die besten Gesundheitsdaten her. Da geht man davon aus, dass 45% der Erkrankten ein Post-Covid-Syndrom entwickelt und etwaige Rehabilitationsmaßnahmen braucht oder medizinische Hilfe deswegen braucht. Wir wissen, dass der Prozentsatz von stationär Behandelten etwas höher ist als der, die keine stationäre Behandlung brauchten. Das wissen wir auch. Und wir wissen auch, dass die älteren Patienten eher zu einem Post-Covid-Syndrom neigen als die jüngeren. Auch das wissen wir. Aber exakte Zahlen gibt es nicht. Welche Beschwerden haben Post-Covid-Patienten? In den Kliniken weltweit mussten Ärzte lernen, Covid-19 ist nicht einfach eine Lungenkrankheit, sondern greift den ganzen Körper an. Entsprechend vielfältig sind auch die Symptome von Post-Covid-Patienten. Darunter verstehen wir bei den körperlichen Leiden, dass Belastungsluftnot noch vorliegt, dass noch Husten vorliegt, dass Brustschmerz vorliegt. Auf dem Gebiet der seelischen Störungen liegen posttraumatische Belastungsstörungen vor, wie zum Beispiel Schlafstörungen, wie zum Beispiel Angstzustände, wie zum Beispiel Verwirrtheitszustände. Sie beschreiben das wie ein Nebel in ihrem Kopf. In der 2. Welle erkrankten viele Jüngere zwischen 40 und 50. Sie leiden prozentual häufiger an psychischen Störungen. Auch mit großer Erschöpfung und neurologischen Störungen haben viele Patienten zu kämpfen. Sie haben Situationen erlebt, die sie aus voller Gesundheit ereilt haben, wie nicht sprechen können, weil beatmet, aber noch nicht ganz wach, wie die neurologischen Störungen, die mit der Covid-Erkrankung einhergehen, dass sie zum Beispiel den Arm nicht heben konnten. Und all das kann natürlich gut dazu führen, dass diese Patienten hinterher gewisse Orientierungslosigkeit haben. Wie kann das Post-Covid-Syndrom behandelt werden? Mit Lungenfunktionstests lässt sich ein Behandlungsfortschritt der Patienten gut messen. Sie erhalten in Bad Ems beispielsweise Physio- und Ergotherapie, aber auch psychologische Hilfe. Maßnahmen, die greifen. Viele kommen und können kaum einen Absatz in der Treppe gehen und sie gehen nach 3 Wochen und können schon 2 Etagen gehen. Wir leiten diese Patienten auch an, dieses Selbsttraining daheim weiterzuführen. Und wir sehen auch parallel zu dieser körperlichen Genesung eine Verstetigung des Selbstbewusstseins. Frank Schneider wird noch einige Zeit hier in Bad Ems behandelt werden. Es geht bergauf für ihn, wenn auch nur langsam. Ich war eigentlich immer ein sehr optimistischer Mensch. Und ich werde das auch beibehalten. Es hat mir auch bisher schon viel geholfen, sage ich mal. Fazit: Nach einer Covid-19-Infektion haben viele Menschen noch Beschwerden. Die Symptome sind vielfältig. Wie viel Prozent der Infizierten später Post-Covid-Beschwerden haben, wie ihre Chancen auf Genesung stehen, wird gerade erst erforscht.